und herzlich willkommen zurück bei den Verrückten. Und wir wollen den Flüchtling hier mit ihm reden, was er zu sagen hat. Ganz ruhig, okay? Ja, hoffentlich flüchtet er nicht vor uns. Ich gehöre nicht zu Sentinel. Ich will Ihnen helfen. Von wegen? Das ist wieder eins Ihrer Spielchen, oder? Iza Herzog, Königin der Kranken. Sagen Sie ihr, dass ich die Schnauze voll habe. Ja, sagen Sie ihr das! Behalten Sie den Kopf unten und folgen Sie mir. Okay. Ich kenne einen Ort. Na, ich kenne auch einen Place. Einen dunklen Place. Deinen Darkroom wollen wir nicht sehen. Na, es ist nicht der Darkroom, es ist der Keller der Lust. Kommt er mit? Er kommt mit. Oh, der Flug war weit. Der fliegt mir zu wild. Nicht abgestürzt, alles gut. Looten. Nicht an der Wand kleben, Alter. Willst du mich jetzt verarschen? Wieso? Also ich schlag ja erstmal vor. Wir müssen vielleicht auf Andi warten. So, muss ich dabei sein? Vielleicht. Weiß ich nicht. Ne, jetzt geht's. Der war zu nah dran, der Typ. Hey, ich gehöre wirklich nicht zu Sentinel. Mein Name ist Nomad. Jay Skell schickt mich. Wir wollen einen Teil der Überwachungsdrohnen ausschalten. Die Hintertür. Sie will, dass wir die Hintertür schließen. Ja. Gehören Sie zu diesem Computersicherheitsteam? Sie arbeiten wirklich mit Jace? Sagen wir haben dieselben Ziele. Sie haben ja keine Ahnung, was diese südafrikanische Irre den Menschen antut, damit sie arbeiten. Damit sie tun, was sie tun sollen und denken, was sie denken sollen. Oder auch nur, um ein Geständnis zu bekommen. Ich kannte Leute, die von ihr beeindruckt waren. Wo ist Fat Zabi? Itzinemidunam! Wo ist Fat Zabi? Da lebt er noch. Was soll das, Vaughn? Das geht ja seit Tagen so. Willst du immer nur reden oder machst du auch mal irgendwas? Naja, Waterboarding funktioniert nicht, also. Keine Ahnung, was ich tun soll. Du weißt nicht, was du tun sollst. Narkon! 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 Verdammt nochmal, Mann. Ach, lass ihn doch. Knochenbrechen ist illegal. Zabi Kojast. Das Tal, das Sie die Büchse der Pandora nennen. Bitte! Fleisch ist fertig. Dann wollen wir mal essen. Hey, du weißt, dass sowas gar nicht geht. Pff, fick dich. Bist du jetzt weich oder was? Was ist legal, was nicht? Scheiße, das ist nichts im Vergleich zu dem, was passiert wäre, wenn das ein Profi gemacht hätte. Früher haben wir mit dieser knallharten Blondine aus Südafrika zusammengearbeitet. Die liebte Foltern. Hat ihr Spaß gemacht und eins sage ich dir, die bekam Antworten. Ja, das waren Aussagen, auf die du zählen konntest. Das scheiß Papa-Söhnchen Vaughn. Macht alles genau nach Lehrbuch, spielt hier den dicken Bürohengst. Willst du wirklich mit so einem Scheißkerl arbeiten? Hättest du nicht lieber einen kompetenten Profi in deiner Ecke? Tja.
Da haben wir ja was geschafft. Ich will meins Medium Rare. Ups. Hast du ein Problem? Ihr wurdet mir zugeteilt. Ihr seid meine Gorillas. Ich bin mal ehrlich zu dir, Vaughn. Wir sind deine Babysitter. Du hast uns gar nichts zu sagen. Geh uns lieber aus dem Weg. Oder du wirst es bereuen. Ja, ich mag ihn doch nicht mehr. Die Leute, die ich früher mal kannte, waren bereit, für so eine Frau zu arbeiten. Wie heißen Sie? Karl. Ich heiße Karl. Karl? Ich muss in dieses Gefängnis und den Rest Ihres Teams retten. Unmöglich. Das war früher mal ein Schutzraum für den Fall von Naturkatastrophen. Das ist besser geschützt als Fort Knox. Ja, wer kann mich reinbringen? Ich komme da selber rein. Ich weiß nicht. Mann. Ich habe gehört, wie sich diese... Wir jagen einfach in die Luft. Der Chef dieser Einrichtung lässt es sich in Antares gut gehen. Das war so eine Art Urlaubsort für Skelltech-Angestellte. Der wird nicht reden. Wenn ich seine Adresse rausfinde, kann ich ja mal höflich fragen. Danke. Moment. Der Code für die Zellen. Nur Herzog und ihr... Der Typ, der ihr hilft, nur sie kennen den Code. Sie ist immer im Gefängnis, aber Sergeant Kent... Und Survivor Lars. Die Soldaten meinten, er geht zu seinem Stammaußenposten. Sie hören viel. Wenn man sie in diese kleine Kiste steckt, sind sie schon froh, wenn sie nicht verprügelt werden. Sie reden nicht, aber sie hören alles. Danke. Können Sie irgendwo unterkommen? Nach Hause können Sie nicht. Ich habe Freunde in der Nähe. Gut. So. Können wir uns jetzt hier mit einer Angel an den Steg setzen und ein Bier trinken? Nein. Na dann. Immer diese Arbeit. Auf geht's. Ja, Moment. Ach, Spectre ist an. Auf was wartet ihr? Ich schau grad was. So. Gucken wir eben gerade, welche Mission wir als nächstes machen. Okay. Würde ich sagen, wir fliegen nach Südwest, machen da die zwei Quests zuerst. Genau. Nebenquest und einen Missionseinsatz. Ja. Was denn nun? Hm? Jetzt haben wir wieder nicht die gleiche. Nee, das passt schon. Wir haben die gleiche, nur seht ihr die dann erst später. Ihr habt es auf jeden Fall schon bekommen. Was hast denn du markiert? Also ich will dahin. Meine ich ja eben gerade. Los. Doch, diese Dinger, ja. Da denkst du immer, die wollen auf dich schießen, ey.
Oh, links ist was. Da. Scheint keiner drin zu sein, ne? Außer unsere Freunde. Hallo. Wir kaufen heute keine Teile. Kommen Sie morgen früh zurück. Dr. Starr und ich sehen uns Ihre Funde dann gerne an. Ich heiße Nomad und ich verkaufe keine Teile. Was mich allerdings sehr interessiert, sind Informationen zu den Azrael-Drohnen. Ah, Sie begeistern sich auch für Automatisierung. Willkommen. Ich bin Dr. Romero und das ist Dr. Starr. Wir analysieren, wie die Wolves die Signale der Azraels abfangen und wie sie mit den Stolas-Drohnen kommunizieren. Es Kommunikation zu nennen, ist eine Beleidigung für diese Arbeit, Dr. Romero. Dr. Starr will damit sagen, dass ihre Beziehung keine wechselseitige ist, sondern vielmehr eine Symbiose. Ach Gott. Ganz genau. Wir hatten leider bisher noch nicht das Vergnügen, eine Azrael in Händen zu halten. Wir müssen uns mit dem begnügen, was diese Amateure uns bringen. Kann ich irgendwas tun? Also, wenn Sie uns wirklich helfen wollen, dann erledigen Sie eine Drohne und bergen Sie Ihre Kommunikationskomponenten für uns. Diese werden uns helfen, herauszufinden, wie Sie andere Drohnen kontaktiert. Sie kommen gleich zur Sache, was? Gut, woher weiß ich, wonach ich suche? In Montagehalle Omega 2 müssten die Baupläne der Azraels liegen. Damit können Sie herausfinden, welche Teile Sie herausnehmen müssen, sobald die Drohne unten ist. Klingt machbar. Sagen Sie mir auch, wie ich zu dieser Fabrik komme? Oh ja. Montagehalle Omega 2 befindet sich östlich von diesem Gebäude. Über den Roaring Falls. Danke. Ich sehe es mir an. Okay. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Ja? Schön, Sie wiederzusehen, Nomad. Sie schon wieder? Wie bitte? Ach, Doktor, seien Sie doch friedlich. Ihm zu helfen, hilft uns. Schon vergessen? Ich vergesse nichts. Neue Forschungsergebnisse? Ja. Wir haben uns die Fahrgestellfabrik in der Whalers Bay mal genauer angesehen. Dabei sind wir auf beunruhigende Informationen bezüglich der Behemoth-Drohne gestoßen. Jede Drohne dient einem Zweck. Die Behemoths beschützen normalerweise Antennenstationen. Diese Behemoth wurde allerdings nicht in der Wildnis eingesetzt. Sie schützt keine Antennen, sondern scheint eine Reihe sehr spezifischer Tests durchzuführen. Okay. Und? Sie führt gerade etwas durch, das wir nur als... Invasionsszenario bezeichnen können. Ein urbanes Invasionsszenario mit dem Potenzial, eine ganze Stadt auszulöschen. Oh, ja, das ist beunruhigend. Was Sie nicht sagen. Wir wissen nicht, was Sie vorhaben. Das spielt keine Rolle. Wir müssen jetzt aufmerksam sein. Sie müssen diese Behemoth-Drohne zerstören. Das Sinnvollste wäre jetzt wohl, Ihre Spur in der Fahrgestellfabrik weiter zu verfolgen. Wenn ich etwas herausfinde, erfahren Sie es als Erste. Okay. Hätten wir die auch angenommen? Lassen Sie mich in Ruhe! Schauen wir mal eben, wo müssen wir hin? Wallace Bay, ne? Da oben ist das. Okay, machen wir später. Wir sind hier noch und haben noch eine Mündungsfeuerdämpfung. Brauchen wir nicht, oder? Wir haben da noch einen Computerhacken da unten. Seid ihr noch da? Ja, jetzt. Ja. Musst du mich gerade konzentrieren. Was denn? Ich hab die F2-Taste nicht gefunden. Oh Gott. Ich füll grad mal das Wasser auf. Das kannst du aber nicht mehr trinken, du. Ich hab, glaube ich, da gerade reingepinkelt. Oh! War toll. Das ist gut. Entschuldigung.
So, meine lieben Zuschauer. Das erste Mal. Kunst. Ah, toll. Und mich hat er gleich umgebracht dabei noch. Oh Mann, ey. Kann ich dich irgendwie aus dem Wasser ziehen? Ich weiß es. Na, aber ich kann dich im Wasser heilen. Das okay. Sieht ja auch aus, als wenn er da nicht im Wasser liegt, sondern schwebt. Wir müssen doch eh auf die andere Seite, ne? Ja, können wir doch einfach mit dem... Ja, komm, ein Helikopter holen runter. Okay. Kommt hier mit drauf aufs Boot. Was wird das? Das ist eine Kiste. Und ein Heli. Da ist so eine Kiste, dann müssen wir doch da hin. Auf jeden Fall haben wir dann wieder ein Heli. Tötet alles, was sich bewegt. Ja, ist klar, ey. Hier ist eine Treppe nach oben, wollte ich zu. Ja. Dasselbe Problem habe ich vor drüben. Ich zähl wirklich nicht durch. Hier ist eine Treppe. Der Leiter runtergeschmissen. Wen denn? Den Sniper auf jeden Fall und noch irgendeinen anderen Gegner hier unten. Okay. Ich muss 4 Stück killen, ohne nachzuladen. Mal der Sniper. Wollt ihr mal gucken, was ich hier mache? Okay, das Spiel hat noch Leck ein oder andere Macke. Zack. Ich komme. Da ist noch ein Sniper, ne? Hab ich gesehen. Danke. Und gehört. Gemerkt aber nicht. Gehört. Aber gemerkt nicht, ne? Ja, ich bin eben gerade in der Luft. Ich schwebe. Braucht mich nur noch ab. Keine Ahnung, was ist das? Mal ein bisschen Adrenalin in die Brust, ne? Danke. Ach, du stehst bei mir auch.
Ja, ich schwebte eben gerade über dem Boden. Du stehst auch bei mir immer wieder auf, wenn ich dich halte. So geil. So, dann hole ich kurz den Heli. Ach Gott, wie bescheuert ist denn das geschrieben? Töten Sie 3 Gegner mit einem SSG oder PSG, ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. 2 von 4. Ja, du hast ja so. Ich möchte halt meinen Scharfschütter hochleveln, ne? Na, okay. Da muss ich 4-mal 3 Leute töten. Ohne nachzuladen. Danke. Ah, hier ist die Kiste. Also. Gibt's keinen Weg da zu dem Helikopter? Muss man echt im Wasser springen? What the fuck? So, sind jene gesagt, die ist da unten. Okay. Wir sind noch Gegner. Wir sind tatsächlich noch Gegner. Bist ja auch ganz weit weg. Die Armen. Oh. Verdammt, wie komme ich jetzt im Heli? Oh, da ist nochmal einer. Da sind ja richtig viele noch. Der sucht die Gegner und ich suche den Heli. Boah, überall Kisten. Andi! Mhm. Ich suche den Heli. Hast du ihn gefunden? Ja, ich weiß, wo er ist. Ich komme nicht hin. Ja, ich wollte nicht runterspringen, danke. Ich weiß im Moment nicht, wo ich bin. Aber es könnte sein, dass ich außerhalb bin. Wie bin ich denn zu euch gekommen? Willst du mich verarschen, Alter? Ich krieg ja mal die Standbrücke rauskommen aus den Irrgarten hier. Hm. Okay. Hey, da ist ein Weg nach oben. Ja, da bin ich. Hey. Ich geh mal hier drüben lang, da muss ich schwimmen. Ach, hey. Alter. Es geht ja einfach nicht drüber. Da steht ein Heli und wir kommen nicht ran. Also willst du mich verarschen oder was? Wie sind wir eigentlich hier hochgekommen? Von der anderen Seite. Konntest du drüber springen? Ich werde mal eine Runde schwimmen, ja? Mach das. Find erstmal einen Weg ins Wasser. Hab schon. Ganz am Arsch der Welt. Wie lang kann ich eigentlich leise schwimmen? Helikopter. In der Luft.
recht. Wie kann man denn sowas designen, bitte? Tja. Da hat doch eh noch nicht nachgedacht beim Bauen. Aber dafür gibt's diese Aufnahmen. Gleich potenziell jemanden ankacken hier. So, ich bin da. Ich hol den hier. Also schön für euch. Für ihn. Ja, für dich. Dann hol den. Wir sind hier oben irgendwo auf dem Dach da irgendwo. Machen wir eine Tour. Ah ja. Höchstens eine 5-11er Taktikweste. Lass das Seil runter. Hm. Rapunzel. Ich glaube, ich muss ihn festhalten hier. Ich halte ihn jetzt fest. Mal hinten drauf, damit er wieder runter geht. Ja. Ich gehe nach vorne rein. Da will ich nicht hin. Hier, Passagier. Da, ja, mach das. Lass uns wohl schnell wegfliegen. So, wir wollten hier vorne hin, ne? Ach nee, da drüben. Computer hacken wollt man. Oh, das war nicht mein Plan. Ich flieg doch mal weg. Nein! Oh. Was machst du denn? Wollte mich in Rettung bringen. Mhm. Wollen wir jetzt hier bleiben oder wollten wir woanders, ganz woanders hin? Nein, wir wollen hier hin. Ja, komm, nimm mal. Jetzt steige ich aus. Jetzt sollst du ja auch. Das war jetzt ein bisschen sehr ungewöhnlich. Was von hinten? Sag doch was, wenn ich das hinter mir was ist. Ja, wurde jetzt eben gerade getötet, weil da irgendeiner durch die Wand gekommen ist. Was? Der stand immer vor mir. Okay. Ja. Nennt man Ghost, ne? Ja. Mhm. Aber doch, hier sind die Ghosts. Naja, noch nicht. Wir können nicht durch die Wand gehen. Wir rennen da auch mal hin. Okay. Das kann ja nur schlecht sein. So, jetzt können wir nochmal anfangen. Jetzt vielleicht mit einer Taktik.
Ja, wie und Taktik. Das ist wie Frosch und Regenschutz. Frosch und Regenschutz. Naja, passt ja auch nicht. Ja, gut. Was? Ja, der hat eben zu mir geguckt, dann hast du ihn abgeknallt. Oh, meine Blaupause wird auch gerade nicht angezeigt, die ich eingesammelt habe. Also hier oben, wo ich gerade bin, ist auch unser Ziel. Aber das lasse ich erstmal sein. Wallah! Mann, ist das eine scheiß Bewegung hier. Ah, jetzt hat's mich aber erwischt. Ja, mich auch. Scheiß Drohne, hä? Ja, die hat mich halt so dumm an der Tür erwischt, dass ich, weil ich gerade weggehen wollte. Ja. Ich bin ja wirklich hier mit 0815 Takt. Ja, du bist doch reingerannt wie so ein Irrer. Ja, wenn wir mit Taktik spielen wollen, müssen wir mal eine Aufklärung machen vorher. Kannst du ja machen. Ich kann ja schon trotzdem schon reingehen. Okay, das waren zumindest. Also die Drohne ist draußen rechts irgendwo. Da kommt einer rein. Da draußen sind eigentlich nur Zivilisten, da kommt einer, ja. Und eine komische Drohne, die halt Polizeidrohne ist, die macht halt Alarm nur, die schießt nicht. Kannst du mich holen? Von rechts rum, weil links ist keiner. Da ist einer. An der Tür. Rechts. Aber ich höre auch hinter mir einen laufen. Sag ich doch. Hol mich. Hol mich. Ne, hinter dir kommt einer hoch. Mhm. Hole ich mich selber wieder. Wir spawnen nicht so weit weg. Ja, Gott sei Dank. Ich habe Stärkung gefunden, Bananen. Ja, Mann, war das einfach. Ja, der Lars hat ja das meiste gemacht.
So. Damit wollte ich eigentlich auch nur sagen, es war einfach, bloß wir haben uns dem nicht angestellt. Nee, ja. Das bei mir war es einfach die Tür und die Drohne. Genau. Ja, ist so. Guck dir die Aufnahme an, das ist die Folge 11. So. Okay. An der Tür hängen geblieben und dann kam die Drohne. Naja, ich konnte die Drohne nicht richtig sehen, aber sie hat mich gesehen. Als ich angegriffen wurde, wollte ich weg und dann war ich tot. Ich meine, wie oft habe ich dich heute gerettet und wiedergeholt, ja? Das kann ich nicht mehr erzählen. Das ist wie bei den Division hier. Wie bei The Division. So, da würde ich sagen, holen wir noch hinten den Hinweis im Büro. Oh, hier brauchen wir eine Leiche für die eine Tür, aber da ist nur Explosion drin, also. Munition. So, dann hacken wir mal. Einsatzziel von Dendel verteidigen. Ja, wir müssen jetzt verteidigen. Da kommen sie. Hätte eben beim Angriff schon super funktioniert. Und ach, von da oben kommen sie, okay. Die wissen eh, dass wir hier sind, ne? Ja, ja. Woraus kommen die denn? Die sind immer noch nicht. Am Anfang habe ich mal gesehen, jetzt sieht sie nicht mehr. Alle schon weg? Ja, da kommen neue. Wie fahren die denn? Ja, ein bisschen Munition einsammeln. Gleich ein schönes Lootfest da drüben, ja. Ah ja, so viel ist es nicht, glaube ich, was dann hier rumliegt, ne? Ist egal. Ist trotzdem Loot. Ja. Kampfrang erreicht. Ich freue mich auf Rang 3. Ja, Kampfrang erreicht. Sehr schön. Da würde ich sagen, wir haben ja keinen Helikopter mehr, ne? ja. Ich glaube, wir holen uns einen neuen Helikopter. Sehen uns in der nächsten Folge, denn 40 Minuten sind schon wieder um. Und dann machen wir den nächsten Haupteinsatz. Denn der ist auch gleich in der Nähe. Könnten wir, bevor wir den nächsten Haupteinsatz machen, oder
überhaupt loslegen. Vielleicht einen kurzen Abstecher machen zum Lager, ja. Lager, ja. Das war ja der Sinn. Also bis gleich. Oder bei euch bis morgen. Tschüss.